Fairer Handel ist heutzutage in aller Munde. Die Servicestelle Kommunen in der einen Welt möchte Engagement für fairen Handel würdigen und hat dafür 2003 einen Preis ins Leben gerufen. Der Titel Hauptstadt des fairen Handels wurde dieses Jahr zum 5. Mal verliehen. Auch Hannover hat zum wiederholten Male an der Ausschreibung teilgenommen. Wir sind ja nicht so ganz früh wie einige andere eingestiegen, aber wenn wir was machen, machen wir es machtvoll. Und wir haben es immerhin schon geschafft, in diesem Jahr bundesweit den 3. Platz zu erreichen als Fair Trade. Viele engagierte Menschen haben mit ihrem Einsatz ihren Beitrag zur Drittplatzierung geleistet. Eine besondere Rolle übernimmt in diesem Zusammenhang das Agenda 21-Büro mit Silvia Hesse an der Spitze. Sie ist die Mutter des Projektes und ohne dein Engagement, liebe Silvi, wäre das alles nicht da, wo es heute ist. Und deswegen großes Kompliment und Dank an dieser Stelle. Natürlich wissen wir, dass wir es dringend auch brauchen, dass es breiter in die Öffentlichkeit kommt, damit mehr Menschen danach fragen, mehr Menschen Interesse daran haben, dass sie dann auch selber mitmachen und auch wissen, was sie tun und was sie kaufen und warum sie sich dann für fair gehandelte Produkte entscheiden. 2009 erhielt Marburg den begehrten Titel zur Hauptstadt des fairen Handels. Dieses Jahr schaffte es Bremen auf den 1. Platz und Hannover teilt sich seinen 3. Rang mit Heidelberg. Ein Beispiel für fairen Einsatz war die bundesweite Faire Woche, in der vom 16. bis 30. September auch unterschiedliche Aktionen in Hannover stattfanden. In diesem Rahmen trafen wir Bio-Spitzenkoch Jürgen Picard auf dem Veggie-Tag. Bereits in den 80er Jahren setzte er sich verstärkt für Bioprodukte in der Gastronomie ein. Seit 1986 sind wir intensivst dabei, ökologisch zu arbeiten und regional. Das Thema Fair ist noch nicht so lange. Wir haben 90% Bioprodukte und natürlich relativ wenig Faire, weil bei uns das Thema regional eine große Rolle spielt. Und alles, was wir regional bekommen, das werden wir nicht fair aus Übersee einkaufen. Aber wenn wir das eben tun müssen mit Banane und Kakao und Kaffee, ist das natürlich fair bei uns. Der Begriff fair ist im Grunde gar nicht so klar definiert, wie es uns häufig vorkommt. Es ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob es sich um Lebensmittel oder um Kleidungsstücke oder andere Dinge handelt. Und da ist bei Lebensmitteln ist es relativ einfach, weil sozusagen diese Kette nicht so lang ist. Vom Produzenten bis zum Konsumenten, aber bei jetzt auch gelabelter, fairer Baumwolle ist es zum Beispiel nur der Anbau, der fair ist, nicht die Arbeitsbedingungen. Der 3. Platz Hauptstadt fairer Handel hat unterschiedliche Bedeutung für die Beteiligten. Teilnahme an etwas, die intensive Teilnahme ist wichtig. Ich verstehe, dass in der Gesellschaft solche Wettläufe sein müssen, aber mich interessiert es nicht. Hier ist das Signal gekommen, 1. bis 5. Das ist alles prima und 10. wäre auch prima gewesen. Hauptsache, man ist engagiert bei der Sache. Eine hohe Motivation, dass wir wissen, dass wir auf dem richtigen Weg sind und eine hohe Motivation dafür, dass wir noch weitermachen müssen. 62 Kommunen mit insgesamt 851 Projekten aus ganz Deutschland beteiligten sich an dem Wettbewerb. Und Preisgelder in Höhe von insgesamt 100.000 Euro wurden vergeben. Wie das Preisgeld in Hannover eingesetzt wird, erzählt uns Silvia Hesse. Wir haben darüber nachgedacht, dass wir besonders die mit denen darüber sprechen wollen, was wir mit dem Geld machen, die schon von Anfang an sich immer mit sehr viel Mühe und sehr viel Engagement für den fairen Handel engagiert haben. Frau Hesse hatte vor einiger Zeit die Chance, im Rat des Regierungsparlaments mitzuwirken. Schweren Herzens entschied sie sich dagegen, denn in dieser Position wäre es unmöglich, weiter bei der Stadt Hannover zu arbeiten. Laufende Projekte wären gefährdet. Ihr Amt im Regionsparlament möchte sie dafür in jedem Fall wahrnehmen. Weiterhin möchte sich Frau Hesse vielseitig für fairen Handel stark machen. Kauft mehr fair gehandelte Produkte, weil das ist wichtig für eine soziale Gerechtigkeit. Es ist besser, jetzt fair gehandelte Produkte zu kaufen, damit Menschen ihre gerechten Löhne haben, als dann zu Weihnachten zu spenden. Es liegt also an uns, ob Hannover auch in der Zukunft beim fairen Handel vorne mit dabei ist.